Also die Anleitung, Cola zum selber machen, die ist wirklich idiotensicher. Das sollte sogar ich hinkriegen. Wir machen jetzt eine Cola selbst in weniger als 60 Sekunden. Und los geht's. Ein Glas Mineralwasser. Nicht viel. So. Zwei Esslöffel Zucker. Cola ist immer viel Zucker drin. Ein paar Spritzer von der Zitronensäure. Das ist ein bisschen großzügiger, das darf ruhig sauer sein. Jetzt Vanillearoma, zwei Esslöffel. Das ist schon vorher abgemessen hier. Ah, da kommt also die Farbe her. Da schau her. Vanillearoma, nochmal ein. Wir sind in der Zeit, ich hoffe, noch unter einer Minute. Und jetzt ein klein wenig Zimt hinzugeben. Ich liebe Zimt, das ist ein bisschen großzügiger. Außerdem ist es schön dunkelbraun. Wir müssen ja irgendwie zumindest annähernd in die Farbe der Cola reinkommen. Und fertig ist die Laube. Schmeckt zwar halbwegs nach Cola. Eine Variation, aber es ist Cola. Probieren Sie es aus. Das also schnürt mir jetzt die Augen mit. Ja, ist gut. Ja, das schnürt mir das Blut ab. Naja, du darfst halt nichts sehen. So, Memme. Ich sehe nichts. Lass doch. So, jetzt. So passt. Jetzt. Ich sehe nichts, oder? Nee. Oh, was machst du denn? Ich hab den Gottschalk-Blindtest gemacht und du hast dich halt gerade blöd bewegt. Ich hole jetzt das Gebräu. Also wir machen jetzt die Live-Verkostung der ersten selbstgebrauten Cola. So, also es sind zwei Gläser. Wieso zwei? Naja, weil du also du musst ja den Unterschied versuchen rauszuschmecken. Ach so. Ja, also. Glas Nummer 1. Wie voll ist denn das? Nicht, dass ich eine saure... Nein, das ist 1,5 cm. Also wenn man hinriecht, riecht es in erster Linie nach Zitrone und Zimt. Jetzt probier. Naja, es ist pappsüß. Es ist nicht eklig. Es ist zu viel Zimt drin. Das ist natürlich ein Fehler des Mischers. Da kann das Getränk nichts dafür. Ich habe mich an die Vorschriften gehalten. Da brauche ich, die zweite Glas brauche ich dir gar nicht mehr geben, weil du weißt ja eh schon, was los ist, oder? Obwohl, es schmeckt nicht schlecht. Also, mit verbundenen Augen würde ich sagen Cola. Ja. Du willst doch gerade nur schmeicheln. Nee, gib mir mal das andere zum Vergleich noch. Jetzt bin ich schon verunsichert, welche ist jetzt das echte Cola. Das wusste ich. Das ist nämlich gar nicht schlecht, was ich jetzt da zusammengepanscht habe, ne? Nee. Also, war wirklich das erste jetzt dein Gepansche? Ja. Dann geht's. Tatsache. Also das eine sieht aus wie Spülwasser und das andere ist echte Cola. Also Entschuldigung. Aber mit verbundenen Augen. Also es ist nicht ganz Cola, aber es geht. Also ohne Schmarrn. Der Zimt in meiner Variante, der könnte auch als Fruchtfleisch durchgehen.